Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Genauso wie ich das hier gerade auf dem Bildschirm gemacht habe, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt immer schön sportlich fair in den Kommentaren. Heute gibt es mal wieder eine Konferenz und zu dem Anlass könnt ihr oben in der Infokarte gerne mal abstimmen, welches Format ihr denn am liebsten mögt. Kurze Zusammenfassung, normale Zusammenfassung oder eben die Konferenz. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Jetzt geht's los mit dem Einzelspiel Dortmund gegen Paderborn, danach dann die Konferenz. Ihr könnt die auch gerne überspringen, dann eben mit Kurzzusammenfassung zu den Samstagsspielen. Wie ihr wollt, ist es eigentlich alles dabei. Los geht's jetzt mit dem Freitagabendspiel BVB gegen Paderborn. Der BVB eröffnet den 12. Spieltag gegen den Sportclub aus Paderborn. Eine Pflichtaufgabe für die Elf von Lucien Favre, der SC Paderborn. Mit 4 Punkten natürlich ganz unten und dann so ein Ballverlust. Brandt legt den Ball raus zu Hazard. Brandt kommt erst nicht durch, setzt mit dem Kopf nach. Und in der 4. Minute stand es 1:0 für Schwarz-Gelb. Und Steffen Baumgart und seiner Mannschaft schwante ganz, ganz Übles. Schonlau kriegt den Ball nicht geklärt. Aber auch kein Vorwurf an der Stelle. Zingerle gegen diesen Kopfball sieht er dann auch nicht zu 100% glücklich aus. Doch der SC Paderborn wollte schnell antworten. Kai Pröger kommt da durch. Verzieht den Ball. Dann aber mit dem linken Fuß. Das wäre die perfekte Antwort gewesen auf diesen frühen Rückstand. Der BVB nach einer knappen halben Stunde mit der nächsten guten Möglichkeit. Das 1:0 tut diesem Spiel hier nicht gut, denn der BVB eben etwas fahrlässig und auch so diese Hackenaktion hier von Sancho etwas vielleicht zu viel des Guten. Und trotzdem kommen sie zum 2:0. 37. Minute, Mario Götze heute auch in der Startelf dabei. Mal wieder, weil Alcacer und Reus nicht können von Beginn an. Und für den SC Paderborn gab es trotzdem nochmal eine Möglichkeit vor dem Seitenwechsel. Sabiri bringt den rein. Jasula köpft da Hummels an und dann Strelli Mamba bekommt den Ball perfekt serviert. Der schlägt zu zum 2:1 und sollte es jetzt im zweiten Durchgang wirklich nochmal spannend werden. Der BVB muss hier aufpassen, denn 2:2 spielt man in dieser Saison besonders überhaupt nicht gern. Doch sie fanden dann gut zurück in die Partie im zweiten Abschnitt. Tat vielleicht ganz gut, diese viertelstündige Unterbrechung. Brandt und Witzel gegen Leopold Zingerle. Gute Parade. So holt man sich Selbstvertrauen zurück nach vorne, aber vom Sportclub gar nicht zu sehen. Das war wirklich nur Schadensbegrenzung. Sie warteten auf den Nadelstich, den gab es nicht. Und so war der BVB hier vollkommen in der Pflicht, alles zu dominieren und bestenfalls die Entscheidung zu erzielen. Weigel raus zu Nico Schulz, nochmal Julian Weigel und Brandt schließt ab gegen Zingerle. Der hält den Ball fest, 20 Minuten vor dem Ende, aber mehr kam dann auch nicht, weil der SC Paderborn nicht konnte, der BVB dem Anschein nach nicht mehr wollte, als diesen Dreier einzufahren. Endet diese Partie am Freitagabend zum Auftakt des 12. Spieltags verdientermaßen mit 2:1. Und damit ein ganz herzliches Hallo in der Samstagskonferenz. Bayern 04 Leverkusen gegen Freiburg. Das erste Spiel bei uns im Visier in der Bayer Arena. Eben die Leverkusener unter Druck, denn sie wollen oben dran bleiben. Der SC Freiburg aber spielt seit Wochen, seit Monaten einen überragenden Fußball. Und so wird es eine gewisse Aufgabe für Leverkusen. Havertz ja auch die Länderspielreise nicht angetreten, heute nicht mit dabei. Das wird eine harte Aufgabe, ab nach Frankfurt. Wo die Wölfe zu Gast sind, also im Prinzip ein Europacup-Duell. In der gewohnten Dreier- respektive Fünferkette. Abraham gesperrt, Fernandes ebenfalls gesperrt und Silva nur auf
der Bank, dafür Paciencia und Dost von Beginn an mit dabei. Dom über rechts außen, vielleicht etwas überraschend, dass da Costa auch nur auf der Bank sitzt. Wir werden drauf schauen. Ab nach Berlin. Wo der Tabellenführer aus Mönchengladbach zu Gast ist. Die Fohlenelf ja sowieso am Ende des Spieltags aufgrund des 4-Punkte-Abstands auf dem ersten Tabellenrang. Union Berlin möchte aber diesem Top-Team in die Suppe spucken, wie schon Dortmund unter anderem hier in der oder an der alten Försterei. Auch das dürfte spannend werden. Jetzt schauen wir aber erstmal nach Düsseldorf. Wo der FC Bayern München zu Gast ist, mittlerweile auf dem dritten Tabellenrang angelangt. Unter Hansi Flick scheint es wieder aufwärts zu gehen, doch dieser Trend muss natürlich bestätigt werden. Und gegen Fortuna Düsseldorf, die zuletzt 3:3 spielten gegen Schalke, wird das kein leichtes Unterfangen. Die Fortunen unter Funke immer nicht zu unterschätzen. Genauso wie der SV Werder Bremen, der zwar Tabellen-14. Ist und damit eher im Abstiegskampf angesiedelt ist, aber tendenziell kategorisch eher oben einzuordnen ist, zumindest im sicheren Tabellenmittelfeld. Schalke wird es hier nicht leicht haben im Weserstadion. Die Konferenz starten wir jetzt aber in Leverkusen, denn da liegt der Ball schon auf dem Anstoßpunkt. Ganz genau, Bayer 04 Leverkusen, hier gerade noch Jonathan Tah im Fokus, wird hier anstoßen gegen den SC Freiburg. Der in dieser Saison tatsächlich jede Mannschaft zur Verzweiflung bringen kann. Die Partie läuft, damit auch die Konferenz. Leverkusen in den roten Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang. Freiburg in lila, wenn man das so bezeichnen möchte, von rechts nach links dementsprechend. Und natürlich haben die Freiburger eine breite Brust. Sie müssen eben auf den gesperrten Vincenzo Grifo verzichten. Aber auch das ist nichts, was den SC Freiburg aus der Bahn wirft. Leverkusen jetzt aber mit dem ersten offensiven Zeichen. Karim Bellarabi im 16er legt zurück. Arangiz nimmt sich da mal das Herz und testet Marc Flecken, der direkt mal gut eingreifen muss. Starke Parade. Das ist der erste Eindruck von hier ab nach Düsseldorf. Der FC Bayern München macht hier zu Beginn ordentlich Druck und kommt schon wieder. Leon Goretzka, Perisic an den Pfosten und Goretzka setzt als erster nach. 7. Minute. Das 1:0 für die Gäste und das hatte sich schon angedeutet zu Beginn. Inmitten, dem wir uns aktuell sogar noch befinden. Goretzka zu Perisic, der an den Pfosten. Steffen ist aus dem Spiel genommen und Goretzka lauert und haut das Ding dann rein über die verwaiste Torlinie. Dann haben wir auch den ersten Treffer unserer Konferenz. Goretzka hat's gemacht und 4 weitere Spiele stehen auf dem Plan. Da hoffen wir natürlich, dass hier heute einiges Tor in Bremen zusammenkommt und in Bremen geht's weiter. Das 1:0 für den SV Werder Bremen, 9. Spielminute. Leonardo Bittencourt schlägt zu. Trifft ins kurze Eck gegen Nübel, der da nicht viel ausrichten Tor kann. In Berlin. Naja, wir schauen nach Berlin. Der 3. Treffer schon. Auch hier führen die Gastgeber. Eisern Union schlägt zu. Markus Ingvartsen in Person. Und spätestens jetzt weiß Borussia Mönchengladbach, womit sie es hier zu tun haben. Super Tor von Ingvartsen. Lässt da Jan Sommer mit diesem platzierten Linksschuss oben links rein, keine Chance. Und die alte Försterei explodiert natürlich. Borussia Mönchengladbach im Rückstand.
Das Positive, sie haben noch genug Zeit, das Ganze umzubiegen, aber das ist schon mal ein Ausrufezeichen in alle anderen Stadien. Hier vom 1. FC Union Berlin. Gladbach hatte nicht so schlecht reingefunden, aber Union Berlin stach dann eben eiskalt zu. Wir schauen mal nach Frankfurt. Wo Frankfurt gerade zumindest eine Halbchance hatte, Sebastian Rode schließt ab. Aber im Endeffekt war es dann doch weniger gefährlich, weil Bruma mit dem Oberschenkel dazwischen war. Eckball von der linken Seite für die Eintracht. Knappe Viertelstunde gespielt. Ball ist freigegeben. Perwan hat da Probleme, aber kriegt den trotzdem raus. Frankfurt bleibt erstmal dran. Makoto Hasebe wählt die etwas sichere Tor in Düsseldorf. Variante. Nächster Treffer in Düsseldorf. Also ab dahin. Das 2:0 für die Gäste. 16. Minute. Und jetzt trifft Robert Lewandowski, der seinen Rekord immer weiter ausbaut. Einfach immer trifft, den Ball hier gut mitnimmt. Der guckt nur auf den Ball, hat den Instinkt, den Ball im Kasten unterzubringen, ohne Steffen komplett in Augenschein zu nehmen. Den sieht er maximal im Augenwinkel und dann bringt er das Leder im Kasten unter. Das ist jetzt eine durchaus spannende Aufgabe für Fortuna Düsseldorf. 17 Minuten circa von der Uhr und 2 Tore Rückstand. Das darf natürlich auch nicht im Debakel enden. Torverhältnis ist sowieso immer eine spezielle Sache, aber vielleicht sind sie ja jetzt dadurch aufgewacht. Gibt zumindest jetzt mal Entlastung, ein Freistoß aus dem Halbfeld. Owen Hennings nimmt sich der Sache an. Gehört eigentlich eher in den 16, aber schauen wir mal drauf. Ne, so wird's nichts. Ab nach Leverkusen. Freiburg ist der erwartet unangenehme Gegner für Leverkusen. Versuchen hier gerade über Quorn nach vorne zu spielen. Das klappt nicht so gut. Jetzt vielleicht eine Kontermöglichkeit für Leverkusen. Dauert aber vielleicht etwas zu lange. Trotzdem Wendell jetzt zu Diaby. Aber Freiburg mit genug Mann wieder zwischen Ball und eigenem Kasten. Und dann kann man das ganz einfach klären. Mit der Ruhe einer Spitzenmannschaft. Und der SC Freiburg setzt immer wieder Nadelstiche. Das heißt, Leverkusen kann sich nicht nur auf die Offensive fokussieren. Und die Herausforderung sieht man hier. Gutes Spiel kommt bislang noch nicht zustande. In Bremen vielleicht. Durchaus, insbesondere aber auch durch die Weser-Elf selbst. Denn die Chancen sind da. Das Tor, das eine ist zumindest auf der Habenseite. Osako gerade noch einmal mit einer Möglichkeit. Alexander Nübel hat mit seiner Mannschaft doch ein bisschen Probleme, hier der Partie den Stempel aufzudrücken. David Wagner muss sich vielleicht was einfallen lassen. Ist ja noch genug Zeit bis zum Pausenpfiff. Bis dahin sollte dann aber ein schlachtfertiger Plan stehen. Jetzt vielleicht mal mit dieser guten Seitenverlagerung zu Daniel Caligiuri. Kenny kommt mit, Caligiuri zieht in die Mitte, Kenny bleibt im Ballbesitz. Und da ist er jetzt, Caligiuri, Mascarell. Gibt's mal einen Abschluss? Nein. Veljkovic steht da äußerst stabil aktuell in der Defensive, zusammen mit Sebastian Langkamp. Und die Kontermöglichkeit. Eggestein und Betoncourt liegt nochmal raus. Osako stark mit der Hacke zu Gebre Selassie. Eggestein kommt aber nicht durch. Ab nach Berlin. Gladbach läuft diesem Rückstand hinterher. Hermann, Player.
Sie kommen aber, die Fohlen. Hermann, schöner Übersteiger. Hermann legt in die Mitte und da ist Alassane Plea. Und Ausgleich. Knapp 10 Minuten vor dem Seitenwechsel ist der Tabellenführer auch ergebnistechnisch wieder vollkommen dabei. Da kriegt Union keinen Zugriff. Hermann mit einem starken Übersteiger, einer guten Körpertäuschung und dann ist Alassane Plea viel zu frei. Starke Übersicht von Hermann, die er hier beweist. Und Plea hält nur noch den Fuß hin und schießt ein. 36 Spielminuten absolviert. Es steht 1:1. Gladbach konnte sehr gut mit dem Rückstand umgehen und ist jetzt auch verdientermaßen wieder mit dabei. Doch der erste FC Union Berlin lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Geht direkt wieder nach vorne. Trimmel hat da ein bisschen Probleme, hält den Ball aber gut im Spiel. Im Passspiel mit Christian Gentner klappt dann aber nicht so gut. Thuram verliert aber den Ball an Friedrich. Andersson zu Gentner. Und dann Ingwarzen. Was für eine Parade von Jan Sommer. Da hat er den Doppelpack auf dem Fuß, aber was Jan Sommer da macht, ist ja herausragend. Wir schauen nochmal nach Frankfurt. Eine von zwei torlosen Partien aktuell noch mit Leverkusen gegen Freiburg. Jetzt aber Wolfsburg, Klaus, Felix Klaus an den Pfosten. Jetzt gibt es noch nachträglich eine gelbe. Ich glaube, denn abseits war das nicht. Daher der Pfiff gerade. Schauen wir nochmal drauf. Ne, Fahne bleibt unten. Schuss an den Pfosten. Die beste Möglichkeit im ersten Abschnitt hier in der Commerzbank Arena. 2 Minuten gibt es obendrauf. Frankfurt wohl jetzt erstmal glücklich mit dem 0:0 in die Pause zu gehen oder kommt hier noch was? Philipp Kostic. Nee, das war's. Hier steht's 0:0. Wir schauen nochmal nach Düsseldorf. Da wird als einziges noch gespielt. Düsseldorf hat sich wirklich gut reingefuchst nach dem 0:2 Rückstand. Bayern aber nicht gänzlich zu verhindern hier. Robert Lewandowski, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu eigensinnig, fehlen dann auch die Anspielmöglichkeiten und Düsseldorf befreit sich dann gut aus der Szene. Es steht 0:2, verloren ist hier noch nichts, aber wenn der FC Bayern so weitermacht, dann ist das 3:0 nur eine Frage der Zeit und dann wahrscheinlich auch die Entscheidung. Lewandowski hat einmal getroffen und dann soll es das für die erste Halbzeit gewesen sein. Wir schauen noch einmal auf die Ergebnisse gleich in der Halbzeit und dann kann es weitergehen mit dem zweiten Abschnitt. Jo, schauen wir nochmal drauf. Leverkusen-Freiburg 0:0, Frankfurt gegen Wolfsburg ebenfalls 0:0. Bremen führt 1:0 gegen Schalke, Düsseldorf liegt 0:2 gegen Bayern München zurück und Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach steht 1:1. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es dir gefällt, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten gar nicht viel Geschwafel. Jetzt geht's weiter mit der zweiten Halbzeit und da fallen auch noch einige Tore. Versprochen. Willkommen zurück in der Konferenz. Wir beginnen in Bremen. Der FC Schalke 04 liegt zurück, muss spielerisch noch eine Schippe drauflegen. Da gab es auch noch nicht so viele Möglichkeiten für die Königsblauen heute in tiefschwarz antretend. Bremen macht das aber auch gut. Müssen nach einigen Spielen ohne Erfolg aber auch mal wieder punkten. Bitoncourt entscheidet sich falsch, muss selber den Abschluss suchen, versäumt es aber und dann ist die große Chance hier passé. Also Bremen fängt schon mal gut an. Schalke hat den Ball, ab nach Frankfurt. Der VfL Wolfsburg kommt gut hier aus der Kabine. Joao Victor zu Roussillon. Mit Glück bleibt Roussillon am Ball. Und da ist Arnold. Gute Chance.
Starke Flanke von Roussillon und dann Renault mit Glück, dass er da nicht eingreifen muss jetzt. Legt er sich den Ball zum Abstoß zurecht. Frankfurt im Glück vor der Pause und jetzt auch nach der Pause. Sebastian Rode, Kamada, Dost zu Silva. Zu Silva! Und 1:0. André Silva schlägt zu. Super Ball von Bas Dost und dann ist André Silva eiskalt. Frankfurt führt mit 1:0. Die Konferenz ist eröffnet, würde ich sagen. Wie schaut's in Leverkusen aus? Sieht so aus, als wäre das hier die einzige Partie noch ohne Eintreffer. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Nun erstmal Leverkusen nach vorne aktiv und die Fans sind durchaus etwas skeptisch, was ihnen hier angeboten wird. Das ist kein Hurra-Fußball nach vorne von der Bosch Elf. Aber Freiburg ist nicht mehr als einfaches Kanonenfutter zu sehen. Sie sehen das hier aber auch, die stehen komplett im eigenen 16er. Wenn es nach vorne geht, dann aber auch stark. Jetzt vielleicht mal eine Einzelaktion. Lienhardt, immer noch ein Fuß dazwischen. Und so sieht das aus. Freiburg Tor in Bremen auf die Möglichkeit. Und jetzt nach Bremen. Das 2:0 für den SVW. Sargent schlägt zu. Keine Stunde gespielt. Die doppelte Führung für die Gastgeber. Sargent, das geht natürlich zu einfach. McKennie zu Grätsche gezwungen. Und das ist dann katastrophal im eigenen 16er. Da ist man aus dem Spiel. Hier steht 2:0. Wie schaut's in Berlin aus? Hier ist der Spielstand noch ausgeglichen. Borussia Mönchengladbach drängt, aber Dennis Zakaria, Thüram und Jonas Hofmann. Aus 16 Metern wuchtet er den Ball rein und Gladbach führt. Profitiert davon, dass Benesch angeschlagen ist, steht heute in der Startaufstellung. Thüram zu Hofmann und der hat dann zu viel Platz und zu viel Zeit. Subotic kommt einen Schritt zu spät, aber das ist hier der Entscheidende. Keine Chance für Rafa Gikiewicz, den zu halten. Gladbach dreht die Partie. Der Tabellenführer in Front. Kann Eisern Union jetzt mit diesem Rückstand umgehen? Wir werden ein Auge drauf haben. Uns gegebenenfalls melden. Jetzt aber erstmal nach Düsseldorf, wo der FC Bayern München noch etwas souveräner führt mit 2:0. Der FC Bayern München spielt es aktuell recht routiniert runter gegen Fortuna Düsseldorf, die sich hier wirklich tapfer schlagen, aber nach vorne selten etwas kreieren können. Doch das 0:2 nach 16 Minuten, da ist das jedoch schon als Teilerfolg zu werten. Zimmer, schwacher Pass, Neuer hat den Ball ohne Probleme, fängt ihn ab und rischt ihn dann nach vorne. Etwas untypisch, normalerweise bringt Bayern da mehr Ruhe rein heute, aber da hatte Neuer vielleicht eine Idee, die Mitspieler nicht geteilt haben. Abseitsposition Tor in Bremen. Morales. Der dritte Treffer in Bremen. Schon die Entscheidung? Ganz genau. Sargent mit dem Doppelpack. Macht hier alles klar. Gut auf den ersten Pfosten gelaufen. Hält die Innenseite hin. Nübel aus kurzer Distanz ohne Chance. Hier ist also alles klar. Ganz im Gegensatz zum Spiel in Frankfurt. Frankfurt.
Wolfsburg, aber mit Problem nach vorne zu spielen. Frankfurt ruht sich auf dem 1:0 nicht aus. Sie wollen nachlegen. Und die Elf von Glasner seit Wochen, zumindest was die Ergebnisse angeht, in ein kleines Loch gefallen. Renato Steffen jetzt mal in den 16er eingezogen und Giavogi. Tor in Leverkusen. Da war hier doch durchaus mehr drin. Und jetzt auch der erste Treffer in Leverkusen. Das wollen wir uns natürlich anschauen. Diese Mannschaft ist nicht zu glauben. Der SC Freiburg geht mit 1:0 in Führung. 69. Minute. Robin Koch schlägt zu. Salah legt auf. Und Robin Koch trifft den Ball gar nicht optimal. Dann hoppelt der über das linke Bein von Radetzky rüber. Und der Finne hat das Nachsehen. Der deutsche Nationalspieler Robin Koch bringt Freiburg knapp 20 Minuten vor dem Ende mit 1:0 in Führung. Eine Katastrophe für Leverkusen und für den SC Freiburg geht der Traum erstmal weiter. Nun müssen sie das jetzt auch über die Zeit bringen. Unverdient ist das Ganze nicht, aber Leverkusen hat schon mehr Spielanteile. Wir gucken drauf, ob noch was passiert. Jetzt erstmal eine Station weiter. Der erste FC Union Berlin zeigt sich von dem 1:2 durchaus irritiert, weil Gladbach jetzt weiter gut nach vorne spielt. Die dicke Chance fehlt aber Tor an Frankfurt. Entscheidung. Na dann ab nach Frankfurt. Das 2:0, Silva mit dem Doppelpack und das ist möglicherweise schon die Entscheidung in dieser Partie zwischen zwei Europa League Teilnehmern. Wolfsburg hat mehrmals die Möglichkeit, das zu klären. Da steht Perwa nicht gut. Silva köpft über ihn hinweg. Hier steht 2:0 also. Wie gesagt, das dürfte wahrscheinlich schon die Entscheidung sein. Wir geben schnell wieder zurück nach Berlin. Borussia Mönchengladbach mit sehr langen Ballbesitzphasen abwartend und dann doch recht schnell nach vorne. Thüram geht mal über die linke Seite. Wo ist die Unterstützung? Da. Dennis Zakaria wird auch nicht angegriffen. Hat die Übersicht. Strobel, Alassane Player. 1:3. Und Deckel drauf. 81. Minute. Der Franzose mit dem Doppelpack. Weil Union Berlin in den letzten Minuten keine wirkliche Ballbesitzphase mehr zu verzeichnen hatte. Und damit der Tabellenführer, man muss es immer wieder betonen, hier in Front. 3:1, das dürfte es wohl gewesen sein. Ähnlich komfortabel jetzt der Vorsprung in Düsseldorf. Hier wird auch nichts mehr anbrennen. Düsseldorf ist ganz froh, dass hier Gieselmann im Abseits, dass hier Schlimmeres erspart geblieben ist für sie, denn eben eine knappe Viertelstunde war ja nur gespielt, da stand es 0:2, dann akklimatisierten sie sich, der FC Bayern schaltete einen Gang zurück, ohne nur in den Verwaltungsmodus zu gehen, das ist auch wichtig zu betonen. Doch der FC Bayern München möchte sich hier nun auch kein Bein ausreißen. Das sieht man auch wiederum. Düsseldorf weiß nicht wohin mit dem Ball. Das hier gerade eine schöne Szene. Eigener Einwurf. Dann braucht es lange, um den auszuführen. Dann ist es wenig später der Einwurf und Ballbesitz für die Bayern. Ivan Perisic nochmal, Lewandowski zu Davis, das ist abseits und dann wird das, falls hier kein Tor mehr fällt, für heute gewesen sein aus Düsseldorf. Wir schauen dahin, wo es spannend ist, nämlich in Leverkusen.
Tatsächlich die einzige Partie aktuell mit einer knappen Führung. Freiburg will diese verteidigen. Flecken drischt den Ball nach vorne. Aber Leverkusen ist für ein spätes Tor auf jeden Fall gut. Lienhardt mit dem Querschläger. Bellarabi. Wieder Karim Bellarabi. Ball abgefälscht. Sie kriegen den Ball nicht raus. Leverkusen bleibt dran. Nachspielzeit angelaufen. Mitchell Weiser nochmal. Und da der Abschluss von Arangis. Aber nur aus der zweiten Reihe. Der hüpft nochmal ganz unangenehm für Flecken auf. Der bleibt aber sicher. Und nochmal Entlastung für Freiburg. Petersen. Immer schön zur Eckfahne. Nachspielzeit ist abgelaufen. Borello mit dem Ball ins Nichts. Das Spiel ist vorbei. Leverkusen unterliegt Freiburg. Und damit sind sie weiter auf Champions League Kurs. Die Breisgauer. Und in Bremen läuft es wohl noch. Ja, aber es ist natürlich alles entschieden. Der FC Schalke 04 verliert mit 3:0 im Weserstadion. Das ist ein herber Rückschlag. Und nach einer langen Leidenszeit gewinnt der SV Werder Bremen mal wieder ein Spiel in der Bundesliga. Dürfte ihn auch sehr gut tun. Schalke heute einfach nicht auf der Höhe und somit dieses Resultat auch absolut verdient. Das soll es aus der Konferenz gewesen sein. Jetzt gibt es noch einmal die Kurzzusammenfassungen dieser Partien. Ansonsten noch das Topspiel und die Sonntagsspiele. Das soll es gewesen sein. Bis dahin und bleiben Sie am Ball. Bayer 04 Leverkusen am Samstagnachmittag gegen den SC Freiburg. Es geht so langsam möglicherweise wieder bergauf mit der Bosch-Elf, denn das 2:0 in Wolfsburg vor der Länderspielpause gab natürlich Kraft und Hoffnung. Die Leverkusen hatten hier auch den besseren Beginn. Charles Arangis, der in der Frühphase gleich mal Marc Flecken testet, der eine durchaus würdige Vertretung von Alexander Schwolo darstellt. Super Parade hier des Freiburger Schlussmanns. Eine offene Partie, nicht so viele Chancen, die es hier gab. Aber Freiburg hatte dann auch noch eine. Höhler davon, Höfler bedient. Und dann fehlt da ganz wenig mit dem linken Fuß. Trifft er nur das Gestänge der Netzhalterung. Und somit ging es dann auch in die Pause. Der SC Freiburg wurde im zweiten Durchgang dann noch etwas mutiger. Roland Salay ist das, der mit Gondorf hier zusammenspielt und gleich den Ball wiederbekommt. Gondorf, Salay zu Robin Koch. Und in der 69. Minute macht der das 1:0 für den Sportclub, der bis dahin auch gar nicht mal mehr unverdient war. Und dann Leverkusen in der Schlussphase. Sie drängten auf den Ausgleich und Freiburg verpasst es, den Ball hier richtig aus der Gefahrenzone zu klären. Und dann nochmal Arangis. Doch auch die letzte Chance verpuffte. Der sprang nochmal böse auf. Doch Flecken ahnt das Ganze, hat den Ball sicher und hält damit den Sieg fest für den SC Freiburg, der damit weiterhin auf Champions League Kurs ist. Frankfurt gegen Wolfsburg, ein verkapptes Europa League Duell hier in der Commerzbank Arena. Große Chance für Frankfurt, sich oben weiter ranzuarbeiten, aber auch für Wolfsburg geht es darum, eine kleine Schwächeperiode in dieser Saison zu überwinden. Frankfurt aber mit der besseren Anfangsphase. Dominik Kohr zu Rode. Brümer aber dazwischen. Keine Viertelstunde gespielt. Die beste Chance hier erstmal vereitelt. Dann kam der VfL Wolfsburg auch mal nach vorne, weil Frankfurt das Ganze hier nicht bereinigen kann. Klaus zu Joao. Victor testet Renault. Der schmeißt sich auf den Ball und hat keine Probleme, den Ball zu parieren. So ging es dann in die Pause. Eintracht Frankfurt kam besser aus den Katakomben. Sebastian Rode und Kamada. Dost steckt gut durch zu André Silva. Das ist kein Abseits. Und in der 55. Minute stand es dann 1:0 für die Eintracht.
Hart für Wolfsburg. Sie hatten einige gute Chancen, versäumten es aber, diese zu nutzen. Sie probierten es dann aber mit aller Macht und spielten dann auf den Ausgleich. Renato Steffen, der hier in den 16er einzieht, ziemlich viel Platz hat, den richtigen Passmoment verpasst, aber trotzdem Giavogi findet. Der schließt dann ab, aber weit vorbei. Viertelstunde noch auf der Uhr. Eintracht Frankfurt mit einem erneuten Angriff. Kamada per Kopf zu Silva und der über den unglücklich wirkenden Perwan hinweg zur Entscheidung. 15 Minuten vor dem Ende war dann alles klar. Frankfurt schlägt den VfL Wolfsburg. Die Negativserie bei den Wölfen geht also weiter. Frankfurt regeneriert sich nach dem 1:0-Schock vor der Länderspielpause gegen den SC Freiburg. Der SV Werder Bremen muss unbedingt mal wieder gewinnen, denn ansonsten tritt man auf der Stelle, muss tendenziell sogar eher nach unten schauen. Das möchte man tunlichst vermeiden. Die erste Chance gehörte dann der Weser Elf, weil dieser Freistoß hier bei Bitoncourt landet und der in der 9. Minute zuschlägt. Nübel aus kurzer Distanz ins kurze Eck überrascht und eben diesen Führungstreffer erarbeitet. Schalke vor dem Seitenwechsel dann mal mit einer Möglichkeit nach vorne gefährlich zu werden. Benito Rahman zu Schöpf, aber Pavlenka hat keine Probleme, den Ball hier zu parieren. Schalke war heute nicht so ganz auf der Höhe, muss man dazu sagen. Der SV Werder Bremen aber spielte eben auch gut runter. Rashica, Sargent, eine schöne Einzelaktion. Vorbei noch am grätschenden McKenny. Und nach einer knappen Stunde stand es hier 2:0. Schalke überfordert gegen eine gute Elf von Florian Kohfeldt. Und nur wenig später, Sargent legt raus zu Bitoncourt. Die beiden Hauptdarsteller in dieser Samstagnachmittagspartie. Bitoncourt zu Sargent. Der läuft durch auf den ersten Pfosten und macht das 3:0. Damit auch den Endstand fest. Für Schalke war es wirklich ein rabenschwarzer Nachmittag. Werder Bremen hat es also gezeigt. Sie können doch noch gewinnen. Und das hier mit 3:0. Fortuna Düsseldorf gegen den FC Bayern München am Samstagnachmittag, kein leichtes Unterfangen für die Fortunen, aber auch der FC Bayern weiß, wem es hier gegenübersteht. Und dennoch waren die Bayern hier besser drauf. Von Beginn an Goretzka zu Perisic, der an den Pfosten, und Leon Goretzka ist dann da zur Stelle. 7. Minute, völlig freistehend. Steffen war durch diesen Pfostenschuss aus dem Spiel genommen. Und somit der perfekte Beginn für Hansi Flick und seine Mannen. Und Bayern legte gleich noch eine Schippe drauf. Joshua Kimmich zu Robert Lewandowski. Kein Abseits und 2:0. Der Pole trifft einfach in jedem Spiel. Gegen die Laufrichtung. Steffen kriegt das lange Bein nicht mehr an den Ball. Im zweiten Durchgang wurde es dann ein bisschen gemächlicher, weil der FC Bayern nicht viel zu befürchten hatte. Dann aber mal hier etwas fahrlässig durch Alfonso Davis. David Kownacki spielt rüber zu Gieselmann und Manuel Neuer mit einer richtig guten Parade. Dann hätte es vielleicht doch nochmal spannend werden können, doch der Captain ist aktuell wirklich on fire. In der Schlussphase gab es dann für Bayern nochmal eine Chance. Düsseldorf hatte sich hier mit der Niederlage lange abgefunden. Thiago gegen Steffen, aber zwei Tore im eigenen Kasten langten ihm dann. So ging es 0:2 zu Ende. Absolut verdient. Düsseldorf konnte das Debakel abwenden. Bayern holt den nächsten Dreier unter Hansi Flick. So kann es aus ihrer Sicht gerne weitergehen. Der Tabellenführer zu Gast in Berlin, aber das sollte die Eisernen hier alles andere als schocken. Sie sind auch ein kleiner Favoritenstreck, zumindest gegen Dortmund konnten sie das zeigen. Hier aber Gladbach nicht auf der Höhe von Beginn an, sondern erstmal im Hintertreffen. 10. Minute, Markus Ingvardsen mit dem 1:0. Jan Sommer streckt sich, aber vergeblich. Super Start für Union. Gladbach brauchte dann, um sich davon zu erholen, Hermann mit einer schönen Einzelaktion, sieht Player und so steht's dann. Doch 1:1, 36. Minute, der Franzose
muss nur noch den Fuß hinhalten, aber auch gut gemacht von Hermann, die Einzelaktion und somit einiges des Tores auf sein Konto. Vor dem Seitenwechsel gab es aber die Möglichkeit für Union doch noch zuzuschlagen. Christian Gentner zu Ingwarzen und dann Jan Sommer mit einer Megaparade. Mit Glück dann 1:1 zur Pause für Gladbach, die im zweiten Durchgang aber ein anderes Gesicht zeigten. Dennis Zakaria, Friedrich kommt nicht an den Ball, Thüram legt zu Jonas Hofmann, der aus 16 Metern knapp raufhält und das 2:1 markiert für die Fohlenelf. Keine Chance für Rafa Gikiewicz, den zu erreichen. Union Berlin war jetzt in der Moral gebrochen und Gladbach setzte immer wieder gefährliche Angriffe. Dennis Zakaria wird hier nicht angegriffen. Zu abwartend die Defensive der Hauptstädter. Alassane Player setzt dann die Entscheidung und den Deckel hier drauf. 81. Minute, Doppelpack des Franzosen. Wieder keine Chance für Gikiewicz. So endet diese Partie hier nach Rückstand für den Tabellenführer doch noch mit einem souveränen 3:1 und das ist am Ende des Tages auch so verdient. Das Topspiel der Woche, RB Leipzig gegen den ersten FC Köln. Markus Gisdol, also in seiner ersten Amtshandlung hier zu Gast in der Red Bull Arena als krasser Außenseiter natürlich angereist, aber sie waren mutig. Die erste Möglichkeit ergab sich hier nach einem Eckstoß. Drexler zu Kingsley Schindler, der Ball von Mukiele, aber abgewehrt. Trotzdem, das war erstmal ein guter Auftritt bei den Geißböcken. Sie standen kompakt in der Defensive und konnten immer wieder nach vorne Akzente setzen. Luis Schaub hier jetzt mal unglücklich in der Szene, aber Tschichos bleibt gleich dran. Aggressives nach vorne verteidigen. Jonas Hector und Schaub zu Terodde. Jetzt war auch noch Pech dabei. Simon Terodde trifft nur das Aluminium. Der Führungstreffer wäre absolut verdient gewesen. Vor der Pause dann mal die Elf von Julian Nagelsmann. Endlich nach vorne. Diego Demme legt rüber zu Timo Werner und der mit dem überaus schmeichelhaften 1:0 für Leipzig. Dritte Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Ja, und wie aus dem Nichts, muss man sagen, das 1:0 für die Gastgeber. So ging es dann auch in die Pause. Ein Tiefschlag für Köln, die bis dahin unter Gisdol eben eine richtig gute Leistung zeigten, aber das nicht aufs Papier brachten. Rafael Tschichos hier im Solo bringt sich da selber unter Druck, aber dann klärt das im Endeffekt doch recht souverän. Terodde, Schaub zu Kingsley Schindler, der nächste Abschluss. Aber Gulaschi hat das Ding zwischen den Händen. Eckball für Leipzig. Wir sind schon so langsam in der Schlussphase. Leipzig weiterhin nicht richtig gut drin im Spiel. Mukiele steckt durch zu Paulsen und dann 2:0 in der 73. Minute. Unglaublich. Zwei gute Chancen, zwei Tore. Das macht dann vielleicht die Spitzenmannschaft aus und zeichnet den Abstiegskampf für die Geißböcke ebenfalls aus. Und so nochmal die Chance in der Schlussphase bzw. in der letzten Minute der Nachspielzeit noch einen draufzulegen. Aber das wäre deutlich zu viel des Guten gewesen. Köln hatte auf jeden Fall hier mehr Spielanteile, hätte sogar den Punkt mindestens verdient gehabt. So geht das Debüt von Gisdol ergebnistechnisch in die Wege. Am Sonntagnachmittag empfing der FC Augsburg die Hertha aus Berlin in der WWK Arena. Die Hertha muss auch mal wieder was abliefern. Augsburg gewann zumindest gegen Paderborn zuletzt. Doch hier war die Elf von Ante Čović besser drauf. Javairo de Rojun in der 11. Minute mit dem 1:0. Stark in die Mitte gelegt von Dodi Luke Bakio. Super Aktion des Mannes mit der Nummer 28. Die Fuggerstädter fanden hier in der ersten Halbzeit überhaupt nicht rein. Hertha deutlich besser. Luke Bakio nochmal zu de Rojun. Das nächste Ausrufezeichen von den beiden Offensivkräften. Aber Kubek hält den Ball fest und verhindert Schlimmeres vor dem Seitenwechsel. So ging es dann auch erstmal in die Pause.
und fragwürdig, was der FCA hier ablieferte. Es sah dann auch erstmal nicht nach Besserung aus, weil Hertha weiterhin gut nach vorne spielt. Löwen, Luke Bacchio, Darida, sie haben auch die Ruhe mit dem Rückstand im Rücken. Und Eduard Löwen zieht den Ball knapp vorbei mit dem linken Fuß. Kubek streckt sich, doch fraglich, ob er da noch rangekommen wäre. Der FC Augsburg hatte aber das Glück, nur mit einem Tor in Rückstand zu sein. Und so kam sie jetzt, knapp 20 Minuten vor dem Ende. Finn Burgersson zu Niederlechner, der leitet direkt weiter zu Vargas auf der Außenbahn. Finn Burgersson, Niederlechner im Zusammenspiel. Finn Burgersson! Und Jahrstein greift ein. Bei winterlichem Sonnenschein dahin fast eingefroren, ist hier auf der Hut und kratzt das Ding aus dem Winkel. Doch viel mehr kam dann nicht vom Gastgeber, stattdessen nochmal Hertha nach vorne. Klünter über die rechte Seite, hat auch viel zu viel Platz, Del Rojo nochmal. Der Mann des Spiels, der hier aber nicht die Entscheidung erzielen kann. Doch es sollte nichts mehr machen, denn der FCA kam nicht mehr zu nennenswerten Möglichkeiten. Die Elf von Martin Schmidt damit weiterhin ganz tief unten drin. Hertha verschafft sich mit diesem verdienten Erfolg zumindest ein bisschen Atemluft. Zum Abschluss des 12. Spieltags trifft die TSG aus Hoffenheim auf den ersten FSV Mainz 05 und ein kleines Kuriosum, das letzte Spiel der Sinsheimer gegen Köln, da war Bayer Lorz auf der Bank, der sitzt jetzt bei Mainz wieder drauf. Das sollte hier aber niemanden stören. 9. Minute, 1:0, Robert Jewell mit dem super Abschluss. Keine Chance für Zentner und Bayer Lorz bei seinem Debüt nach gerade mal 10 Minuten im Rückstand. Doch dann erwarten sie viele Änderungen zum Spiel gegen Union Berlin. Natürlich Adam Scholloi hier schlägt zu, 18. Minute und der Ausgleich. Der Ungar, einer der wenigen, der wieder von Beginn an auf dem Platz stand, überrascht hier Oliver Baumann und überwindet ihn. Es wurde eine offenere Partie, doch die TSG tendenziell mit den besseren Chancen. Pavel Kader-Rabek zieht in den Strafraum ein, legt zurück zu Rudi. Die große Chance in der 25. Minute hier, die nächste Führung zu erzielen. So blieb es beim 1:1. Damit ging es dann auch in die Pause. Für Achim Bayer Lorz die ersten 45 Minuten mit einem Schrecken und dann einem Erfolgserlebnis erstmal überstanden. Klar war, dass die Sinsheimer jetzt noch mehr nach vorne investierten. Der Dreier für sie hier schon eher Pflicht als für Mainz. Und Kader-Rabek setzt den Kopfball hier an den Pfosten. Steigt er gut hoch, ist auch relativ ungedeckt. Kunde Ballon stört nur so ein bisschen von hinten. Aber das hätte es schon wieder sein können und die Mainzer hätten sich nicht beschweren dürfen. Aaron Martin nun mal mit der Flanke und Robin Quaison. Der Schwede mit einer Möglichkeit. Gar nicht mal so schlecht, wird aber von zwei Spielern bearbeitet. Wir springen in die Schlussphase. Hoffenheim wollte es jetzt doch etwas mehr. Robert Jewell zu Jürgen Locadia trifft nur den Außenpfosten. 82. Minute. Es wurde enger für Bayer Lorz. Und nochmal Hoffenheim. Sie blieben jetzt vorne dran. Kader-Rabek zu Sebastian Rudi. Locadia zu Florian Grillitsch. Locadia und Robin Zentner hält das Ding fest. Die letzte dicke Chance vereitelt. Für Hoffenheim war am Ende doch mehr drin. Und für Neutrainer Achim Bayer Lorz ist das auf jeden Fall als kleiner Teilerfolg zu werten.
Hoffenheim und Mainz trennen sich zum Abschluss des 12. Spieltags mit 1:1. Jo, das war's dann mal wieder mit dieser Prognose. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Hier die Ergebnisse, gleich noch einmal die Tabelle im Überblick. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit. Stimmt gerne oben in der Infokarte ab. Und dann soll es das gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.